Willkommen zu einem weiteren Politikvideo von mir. Auch bei mir ist es heute das Finale. Heute soll es einmal um die politischen Themen und Probleme gehen, die die CDU über die Jahre verkackt oder gar nicht angepackt haben. Ich habe das Thema in meinem ersten Video ja schon mal angesprochen. Da habe ich einige politische Themen genannt, die die CDU meines Erachtens nach verkackt haben. Die verkacken die Politik wirklich in jeder Hinsicht. Die Klimakrise, das Pandemiemanagement, die Rente, Flüchtlingspolitik, Digitalisierung und Netzausbau, Schulpolitik, Tierwohl, Drogenpolitik und einiges mehr. Nichts läuft gut, alles wird verkackt. Mit diesem Video will ich also meine Aussagen untermauern und nicht einfach so stehen lassen. Kommen wir daher zum ersten Thema. Wie ihr alle bestimmt schon wisst, ist Cannabis aktuell verboten. Die einzigen legalen Drogen, die es aktuell auf dem Markt gibt, sind Koffein, Alkohol und Nikotin. Seit Jahren fordern einige Parteien wie die Grünen die Legalisierung von Cannabis. Schauen wir auf Staaten mit einer liberaleren Drogenpolitik, zum Beispiel Portugal, sehen wir, dass es durchaus besser sein kann, einige Drogen zumindest zu entkriminalisieren. Trotzdem wird hier in Deutschland nicht mal in Erwägung gezogen, Cannabis zu legalisieren. Auch viele Polizisten sind für eine Legalisierung. Kurz gesagt, es gibt viele Organisationen oder Gruppierungen, die eine Legalisierung befürworten würden. Doch die CDU bleibt dabei. Cannabis soll nicht legalisiert werden. Quarks hat dazu ein Video gemacht, was ich wirklich gut finde. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. In dem Video reden sie auch über die gesundheitlichen Risiken und wägen diese im Vergleich zu Nikotin oder zum Beispiel Alkohol ab. Da muss man zum Beispiel sagen, ist Alkohol viel, viel schädlicher und Nikotin macht viel, viel, viel mehr süchtig. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Thema. Wieso konnte in seinem Video ja schon zeigen, dass SPD, CDU und FDP sich einige Ziele gesetzt hatten und diese nicht eingehalten haben. Die werde ich jetzt nicht nochmal aufzählen, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Stattdessen blende ich jetzt nochmal seine Zusammenfassung ein. Also, die grundlegende Kompetenz, die eigenen Ziele einzuhalten oder wenigstens so grob einzuhalten, ist bei den Regierungen in dem Zeitraum hier nicht so derbe vorhanden. Auch den Glasfaserausbau hat er in dem Zuge noch erwähnt. Die Ziele sind übrigens auch kaum noch zu erreichen. Während der Pandemie ist da noch ein weiterer Aspekt aufgefallen, bei dem es bei der Digitalisierung mangelt. Die Schulen. Um die Schulen digitaler zu machen, wurde 2018 der Digitalpakt beschlossen. Damit sollten die Schulen mit 5 Milliarden Euro gefördert werden können. Aber auch dieses Projekt war wieder nicht ausreichend. Die Fördergelder zu erhalten war oftmals eine zu große bürokratische Aufgabe für die Schulen. Kommen wir passenderweise zum nächsten Thema. In den letzten anderthalb Jahren haben wir es oft gehört. Die Corona-Politik versagt. Die Maskenpflicht kam zu spät. Durch die fehlende Digitalisierung war Schule quasi sinnlos. Die Wirtschaftshilfen für Unternehmen wurden teilweise erst sehr spät gezahlt. Das Impfen ging viel zu langsam voran. Die Maskenaffäre und so weiter. Wir kennen alle das Missmanagement der Regierung zum Thema. Daher werde ich jetzt nicht nochmal darauf eingehen, was die alles verkackt haben. Ich werde darauf eingehen, was für Folgen dieses Missmanagement nach sich zieht. Punkt 1. Die Wirtschaft leidet massiv darunter. Hätte man früher die richtigen Entscheidungen getroffen, dann wären die Einbrüche in der Wirtschaft nicht so verheerend. 2020 ging das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 4,9% zurück. Sehr viele Arbeitnehmer wurden arbeitslos oder wurden in Kurzarbeit geschickt. Dadurch konnten Firmen weniger produzieren und mussten Umsatz einbüßen. Andere Wirtschaftszweige, wie die Gastronomie zum Beispiel, mussten komplett schließen. Punkt 2. Verschwendung von Steuergeldern? Als die Wirtschaft drohte, komplett einzubrechen, gab es Hilfspakete. Viele Firmen oder Selbstständige konnten diese aber aus den dümmsten Gründen nicht abrufen, während andere riesige Firmen Milliardenzahlungen bekamen, ohne auf diesen Hilfsfonds zugreifen zu müssen. Zum Beispiel Lufthansa mit 9 Milliarden Euro. Punkt 3. Psychische Belastung. Je länger die Pandemie geht, je mehr Lockdowns wir aushalten müssen, desto mehr psychische Belastung muss die Bevölkerung aushalten. Es gab bereits Menschen, die unter dieser massiven Belastung einfach zusammengebrochen sind. Als vor einem Jahr der Lockdown losging, habe ich Angstzustände bekommen und bin in eine starke Depression gefallen. Seit einem Jahr gehe ich nicht mehr in Supermärkte, bestelle kein fertiges Essen und treffe seit September auch keine Freunde. Ich fühle mich von Tag zu Tag immer einsamer und allein. Ein Sofa in einem Behandlungsraum. So oder so ähnlich stellen sich die meisten von euch wahrscheinlich ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten vor. Die Nachfrage nach psychologischer Behandlung ist seit Beginn der Pandemie gestiegen. Wir wissen, dass zum Beispiel Menschen, die zu Angst neigen oder schon eine Angsterkrankung hatten, auch jetzt psychisch deutlich stärker belastet sind. Immer wieder Lockdown, fehlende soziale Kontakte, finanzielle Sorgen und Höchstbelastung für Menschen in systemrelevanten Berufen. Unsere psychische Gesundheit kommt an ihre Belastungsgrenze. Die Pandemie hat mir nach und nach die Kräfte geraubt. Punkt 4. Tote.
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Covid-19 durchaus eine tödliche Krankheit sein kann. Hätte die Regierung bei der Impfstoffbeschaffung nicht versagt, dann hätten schneller Leute geimpft werden können und damit geschützt werden können. Außerdem, je länger es gedauert hat, bis der Impfstoff endlich da war, desto mehr sank die Impfbereitschaft. Mehr Geimpfte bedeutet weniger Tote. Sprich, wäre der Impfstoff früher da gewesen, wären nicht so viele Menschen gestorben. Kommen wir aber jetzt von einem traurigen Thema zu einem anderen traurigen Thema. Nur kurz, bevor wir zu den Argumenten kommen, warum die CDU das verkackt hat. Der Stand der Klimakrise? Schlimm. Sehr schlimm sogar. Sind wir Menschen am Klimawandel schuld? Ja. Unbestritten. Das sind Fakten. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Seit einigen Jahren gibt es Organisationen wie Fridays for Future, die sich eindringlich dafür einsetzen, dass die Klimapolitik besser wird. Hat die Politik denn etwas getan? Nicht wirklich. Wir haben aktuell noch aufgerundet 8 Jahre Zeit, bis wir nach aktuellem Verbrauch das 1,5 Grad Ziel erreichen. Das heißt, wir haben noch 8 Jahre Zeit, um komplett klimaneutral zu werden. Also müssen wir zum Beispiel aufhören, Braunkohle zu verbrennen. Wann hat die CDU nochmal den Braunkohleausstieg geplant? 2038? Aber das ist doch in 17 Jahren. Die CDU hat sich also gegen das Klima und für RWE entschieden. Greenpeace hat dazu interessante Facts herausgefunden. Ein Monat nach diesem vierten informellen Treffen zwischen Laschet und RWE gab es dann eine sogenannte Bund-Länder-Einigung. Also die Bundesregierung hat sich mit den Landesregierungen über die konkreten Eckpfeiler, die konkreten Eckpunkte für das Kohleausstiegsgesetz geeinigt. Und dabei ist RWE ziemlich gut davongekommen. Denn die Laufzeiten, insbesondere für die Braunkohleblöcke von RWE, wurden im Vergleich zu dem, was die Kohlekommission ursprünglich miteinander vereinbart hatte, wesentlich länger gezogen. Das heißt, RWE durfte dann ihre Braunkohlekraftwerke viel länger laufen lassen. Und es wurde eine extrem hohe Entschädigungssumme, 4,35 Milliarden für RWE und für die LEAG, bekannt gegeben. Aber der zu späte Kohleausstieg ist ja nicht das einzige Argument. In NRW gilt seit dem 15.07. die Abstandsregelung von 1000 Meter von Windrädern zu Wohngebäuden. Das erschwert die Umstellung von klimaschädlicher Braunkohleverbrennung zu grüner Windenergie. Aber auch das ist nicht das Einzige. Die CDU warb nämlich vor einiger Zeit mit dem Klimapaket, das sie beschlossen hatten. Das klingt erstmal gut. Ein Klimapaket. Wow. Aber viele Experten und Wissenschaftler waren sich einig, dass dieses Klimapaket noch sehr viel zu wenig ist. Praktisch alle WissenschaftlerInnen sagten dazu, dass das, was da drin steht, nicht reicht. Also nicht so, es ist ein Ticken zu wenig, sondern es ist unfassbar zu wenig. Auch verschiedene Gutachten, die die Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben hat, kamen zu dem Ergebnis, dass das nicht reicht. Und wisst ihr, was das Traurigste ist? Dieses fast wirkungslose Klimapaket ist trotzdem eines der größten Maßnahmenpakete in den letzten Jahren. Das Ende vom Lied? Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dieses Klimapaket nicht mit den Grundrechten von jungen Leuten vereinbar ist. Daraufhin haben die Parteien, die dieses Klimapaket so beschlossen hatten, gesagt, dass das ein Schritt in die richtige Richtung sei. Vielleicht hättet ihr es dann von Anfang an richtig machen sollen, ihr... Fazit: Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren viel zu wenig gegen den Klimawandel getan. Nicht zu vergessen, unter der Führung von CDU und SPD. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch bei der Rente wurde ordentlich verkackt. Klar, das ist nicht erst so, seit die CDU an der Macht ist. Aber schauen wir uns diese Grafik einmal an, dann sehen wir, ab 1978 gab es einen Abwärtstrend. Aber ab den 90ern bis 2005 ist es eigentlich relativ stabil geblieben. 2005 gab es wieder einen Abfall. Bis 2009, da gab es nochmal ein kurzes Rauf und dann wieder runter. Was war 2005 nochmal? Die CDU hat also das Rentensystem so krass vernachlässigt, dass sogar die Prognosen für die Zukunft nur noch nach unten gehen. CDU, die Partei für alle Schichten. Weiter mit dem nächsten Thema. 2015 und 2016 hatten wir hier in Deutschland die Flüchtlingskrise. Eines vorab, ich bin auf jeden Fall dafür, dass Schutzbedürftige in unser Land einreisen und hier leben dürfen. Hier konzentriere ich mich lediglich auf die Fehler, die von der Regierung begangen wurden während dieser Zeit. Erster Fehler. 2012, 2013 und 2014 wurden Warnsignale von der Regierung einfach ignoriert. Warnsignale ignoriert? Kennen wir das nicht von irgendwoher? Ich meine, Tage vorher wurde die Regierung schon vor Hochwasser gewarnt und 24 Stunden vorher wurden die von Hochwasser betroffenen Umgebungen nahezu präzise vorausgesagt. Gegen ein CDU
Politiker wird sogar staatsanwaltschaftlich ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Scheint wohl deren Ding zu sein, Warnsignale zu missachten. Jedenfalls hat die Bundesregierung daher kaum Vorbereitungen getroffen. Die Anzahl der potenziellen Flüchtlinge wurde erst viel zu spät ermittelt und genannt. Zweiter Fehler. Man hat geglaubt, dass das Dublin-System zur Verteilung der Flüchtlinge funktioniert. Das Dublin-System basiert auf dem Prinzip, dass ein Flüchtling in dem Land sein Asylverfahren durchläuft, in dem es zuerst angekommen ist. Dieses System funktioniert aber nur für niedrige Flüchtlingszahlen. Griechenland und Italien zogen die Reißleine und schickten Flüchtlinge ohne Registrierung in andere EU-Staaten. Die Bundesregierung blieb stur und hielt an dem Dublin-System fest. Dritter Fehler. Der Versuch, die Flüchtlinge auf andere EU-Länder zu verteilen. Deutschland konnte andere Länder nicht davon überzeugen, solidarisch die Flüchtlinge zu verteilen. So kam es sogar, dass Deutschland viel Geld an die Türkei gegeben hat, damit diese Flüchtlinge aufnehmen. Dieses Flüchtlingsabkommen steht übrigens auch aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Immerhin muss man auch sagen, dass man Erdogan damit ein Machtinstrument in die Hand gedrückt hat. Ein Flüchtling sagt im Vorbeigehen, Erdogan richte eine Waffe Richtung Europa und benutze die Menschen hier als Munition. Dieser Deal, der sowieso viele Fehler hatte, der auf dem Rücken der Geflüchteten ausgetragen wurde, der hat eine sehr schwierige Situation, die wir 2015 hatten, einfach nur nach hinten verschoben. Klar, in dieser Flüchtlingsthematik hat die EU auch viel mitgewirkt, nicht nur Deutschland. Aber wir haben natürlich einen großen Einfluss auf die Entscheidungen der EU. Nicht zuletzt ist die aktuelle Chefin der EU ja auch eine deutsche Politikerin der CDU. Also auch in dieser Thematik hat die CDU verkackt und Menschen, in diesem Falle Flüchtlinge, müssen darunter leiden. Aber wir Menschen leiden ja nicht alleine, wie unser nächstes Thema hier aufzeigt. Wer die Videos von Rezo geschaut hat, weiß, was jetzt kommt. Julia Klöckner. Sie allein ist verantwortlich für so viel Tierleid, dass ich mir nicht mal die Mühe machen müsste, noch mehr herauszufinden, als Rezo es getan hat. Ich wäre aber nicht ich, wenn ich nicht noch mehr ausgegraben hätte. Aber zuerst möchte ich nochmal Rezos Punkte zusammenfassen. Julia Klöckner hat für Kaufland ein Kochvideo gedreht. Verwendet wurde Fleisch der niedrigsten Güteklasse. Bei einer werblichen Kooperation mit Kaufland hat sie vor einer Kamera gekocht. Und für welche Produkte wurden denn da so geworben? Für Fleisch der Güteklasse 1. Tolle Lebensmittel. Das ist das billigste Fleisch, das am meisten Tierleid mit sich bringt. Dann geht Rezo noch auf die engen Käfige für Schweine ein. Deutschland hatte diese schon vor zig Jahren verboten. Und Julia Klöckner hat das Durchsetzen dieses Verbots verlängert. Nicht 1 bis 2 Jahre oder so, sondern ganze 8 bzw. 15 Jahre. Erst in 8 bzw. 15 Jahren soll sich daran dann mal was ändern. Aber das Abgefuckteste dabei ist, dass Julia das als Erfolg darstellt. Sie meint, das setzt neue Maßstäbe. Nee, tut das nicht. So viel zu Rezo. Aber was hab ich noch gefunden? Naja, sagen wir so, bei der Recherche wurde mir echt übel. Punkt 1. Härtere Strafen für Tierschützer. Immer wieder dringen Tierschützer in verschiedene Ställe ein und dokumentieren und veröffentlichen die Haltungsbedingungen von Tieren. Statt aber etwas an den Haltungsbedingungen ändern zu wollen, will Julia Klöckner härtere Strafen für Tierschützer. Versteht mich nicht falsch. Im Prinzip ist es natürlich illegal, was diese Leute tun. Aber es dient meiner Meinung nach einem höheren Zweck und nicht einem persönlichen Vorteil. Weshalb eine höhere Strafe meiner Meinung nach viel zu viel ist. Man darf nicht vergessen, es geht nicht darum, überhaupt mal zu bestrafen, sondern noch mehr zu bestrafen. Durch höhere Strafen würden einige Tierschutzaktivisten das nicht mehr machen, aber dann würde auch nicht ans Licht kommen, wie beschissen diese Tiere gehalten werden. Und sie würden weiter so gehalten werden. Punkt 2. Tierversuche senken. 2008 bis 2013 war Ilse Aigner aus der CDU in dem Amt, in dem Julia Klöckner jetzt ist. Sie kündigte an, Tierversuchszahlen senken zu wollen. Am Ende ihrer Amtszeit ist diese Zahl aber gestiegen. 300.000 Versuchstiere wurden mehr missbraucht als 5 Jahre zuvor. Punkt 3. Mein persönlicher Favorit im Abschaumverhalten. Verlängerung der Frist für das Ende der betäubungslosen Ferkelkastration. Das Verbot für betäubungslose Ferkelkastration war für 2019 angedacht. Ab dann hätten Tierhalter also die Ferkel betäuben müssen, wenn sie kastrieren möchten. Das ist erstmal ein Fortschritt. Aber ich würde es ja nicht ansprechen, wenn am Ende nicht doch noch was Asoziales passiert wäre. Unter der Führung von Julia Klöckner wurde dieses Verbot 2 Jahre in die Zukunft verschoben. Das heißt, 2 weitere Jahre Leid. 2 weitere Jahre wird den Schweinen die Haut über dem Hoden aufgeschnitten, die Hoden rausgedrückt oder rausgerissen. Lasst uns aber jetzt zu einem heitereren, aber trotzdem frustrierenden Thema kommen. Hier könnte man nochmal die verkackte Digitalisierung ansprechen, aber das Thema hatten wir ja schon. Zur Bildungspolitik gehört auch die Chancengleichheit. Es kann nicht sein, dass ärmere Kinder sich nur schlechtere Bildung leisten können und somit wieder in schlechter bezahlten Berufen landen, während reiche Kinder sich gute Bildung leisten können und somit in besser bezahlte Berufe kommen. Ihr merkt schon, Arme bleiben arm,
Reiche bleiben reich. Haben wir hier in Deutschland denn Chancengleichheit? Genau das ist das Problem. Die einen haben alle Möglichkeiten für eine gute Bildung und die anderen kaum. Also auch hier wäre eine Menge anzupacken, was die CDU nicht getan hat. Zum aktuellen Schulsystem will ich gar nichts sagen. Simplicissimus und Mr. Wissen2Go haben dazu schon gute Videos gemacht, die sind beide in der Videobeschreibung verlinkt. Da wir dieses Video mal wieder fast zusammen machen, wieso, wolltest du noch was sagen? Und wo es gerade um Bildung geht, grundsätzlich gibt Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten deutlich weniger für Bildung aus. Also wir liegen echt unterm Durchschnitt. Und das, obwohl ganz viele Vereine und Institutionen viel mehr Geld für Bildung fordern, weil wir zum Beispiel einen krassen Lehrermangel haben und unsere Schulen teilweise ziemlich auseinanderfallen. Aber okay, Merkel hat ja jetzt angekündigt, dass sie 10% des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Forschung ausgeben will. Daran hat sie sich doch gar nicht gehalten. Nicht mal die Hälfte hat sie investiert. Bitte? Hat sie sich gar nicht dran gehalten? Nicht mal die Hälfte? Wow, da kann ja jemand richtig gut wirtschaften. Dieses Thema bringt uns zum nächsten. Die CDU hat es in all den Jahren nicht geschafft, die Schere zwischen Arm und Reich weiter zu schließen. Das hat auch mit der fehlenden Chancengleichheit zu tun. Versteht mich nicht falsch, ich lebe nicht in einer utopischen Ideologie, dass alle Menschen das gleiche Vermögen haben sollten. Aber es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass reiche Leute Steaks mit Blattgold essen, während manch Armer in Mülleimern von Supermärkten nach Essen suchen muss. Seit 2005 hat sich die Einkommensverteilung nicht verändert. Also Reiche bleiben reich, Arme bleiben arm. 2005? Dieses Datum hatten wir doch schon mal, oder? Fazit? Unter der CDU haben also in den letzten Jahrzehnten die sehr Reichen ziemlich profitiert und die Armen halt ziemlich abgelost. Aber ey, CDU, die Partei für alle Schichten. Das bringt uns auch schon zum letzten Thema. Der Stand ist so. Von Landwirten bis zur Wissenschaft sind sich praktisch alle einig, dass wir die Landwirtschaft komplett umstrukturieren müssen. Okay, und was passiert, wenn nicht? Kurz gesagt, sind vor allen Dingen die jungen Generationen hart gefickt, wenn wir nicht sehr schnell sehr viel verändern. Also die Agrarpolitik muss reformiert werden. Zum Glück will Julia Klöckner das ja auch. Was sagst du? Ihre Reform wird schon wieder stark kritisiert? Eine internationale Studie aus Brüssel kommt zu dem Ergebnis, dass die gemeinsame Agrarpolitik hochgradig ineffizient und überwiegend umweltschädlich ist. Die Bauern sehen das ganz ähnlich. Viele von denen sind absolut am Ende. Jedes Jahr geben tausende Bauern ihren Betrieb auf. Die Suizidrate ist bei Bauern nicht nur überdurchschnittlich hoch, sondern sie nimmt die letzten Jahrzehnte sogar noch zu. Psychische Krankheiten nehmen auch zu. Jeder sechste Landwirt leidet unter Burnout. Die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen erzählt das hier. Mich erreichen Telefonate von weinenden Frauen und Männern von den Höfen, die nicht mehr ein- und auswissen. Die sagen, ich töte meine Schweine und ich werde mich umbringen. Das ist die Situation. Jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich meine Tränen zurückhalten. So kann es nicht weitergehen. All die Probleme, die Rezo und ich angesprochen haben, haben verheerende Folgen für junge Leute. Die CDU interessiert sich nicht dafür, gute Politik zu machen. Sie wollen Geld und Macht. Und das auf Kosten junger Leute und deren Nachfahren.